Bei herrlichem Spätsommerwetter feierte die Freiwillige Stadtfeuerwehr Neufeld an der Leiter am 17. September ihr 130-Jahr-Jubiläum. Am Tag der offenen Tür, der zu diesem Anlass stattfand, gab es von der Neufelder Wehr und von Gastfeuerwehren spektakuläre Fahrzeuge zu sehen. Vor allem den Kindern gefiel es, unter fachmännischer Beaufsichtigung durch die Floriane-Jünger auf und in die Feuerwehrautos klettern zu dürfen. Nach der Kranzniederlegung zum Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden marschierte der Tross, begleitet vom Arbeitermusikverein Neufeld, vom Alois-Hermann-Platz zum Feuerwehrareal, wo der Festakt über die Bühne ging. Die Feuerwehren im Burgenland und natürlich die Stadtfeuerwehr hier in Neufeld haben fürs Burgenland einen ganz großen Stellenwert. Die Feuerwehren und die Freiwilligen des Burgenlandes sind sehr eng mit dem Aufstieg des Burgenlandes verbunden. Das Burgenland hat sich in den vergangenen 90 Jahren hervorragend entwickelt durch den Fleiß, durch den Einsatz und der Verlässlichkeit der Burgenländerinnen und Burgenländer. Und vor allem die Freiwilligen haben herausragende Leistungen für das Burgenland erbracht. Neben Begrüßungsworten und Festreden hielt der Neufelder Historiker Professor Dr. Dr. Albert Gernot Absenger ein vielbeachtetes Referat. Welchen Stellenwert hat die Feuerwehr in Neufeld? In Neufeld einen besonderen Stellenwert hat sie, weil sie ist für die Sicherheit der Bevölkerung da, rund um die Uhr, muss man sagen. Und auch die ganze Ausbildung, was die Feuerwehr hat. Wir haben hier eine moderne Feuerwehr und auf das bin ich heute besonders stolz, dass wir diese auch präsentieren können. Wie schon gesagt wurde, 1881 wurde die Feuerwehr hier in Neufeld gegründet. Also ungefähr 10 Jahre nach den ersten Gründungen der Feuerwehren auf burgenländischem Gebiet und 40 Jahre vor Entstehen unseres Heimatlandes Burgenland. Und alleine diese Daten zeigen schon auch die historische Bedeutung dieser Feuerwehr. Und das Jahr 1881 war im Übrigen auch aus anderer Sicht feuerwehrtechnisch sozusagen ein sehr markantes Jahr, denn am 8. Dezember in diesem Jahr kam es zu einer riesigen Brandkatastrophe in Wien. Das Ringtheater ist abgebrannt mit über 400 Toten. War übrigens auch der Anlass, dass dann in Wien die erste freiwillige Rettungsorganisation auch gegründet wurde. Herr Stadtfeuerwehrkommandant, Ihre Feuerwehr feiert 130-Jahr-Jubiläum. Was bedeutet Ihnen das persönlich? Ja, es ist eine große Ehre, dass wir schon so, dass diese Organisation der Freiwilligen Feuerwehren sie so lange behaupten haben können, überhaupt in dieser schnelllebigen Zeit. Und gerade wie es in Neufeld ist, also so an die 150 Einsätze pro Jahr, das kommt schon an die Grenzen der Freiwilligkeit. Und eigentlich ist das Wichtigste, dass wir 140 und 150 Jahre auch feiern können, weil die unentgeltliche Nächstenhilfe wird in unserer heutigen Gesellschaft immer schwerer dafür, Leute zu begeistern. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken, weil wir Burgenländer sind, wie das vielleicht vor 30 Jahren, wann manche nach Wien gekommen sind, noch manchmal der Fall war. Das ist vorbei. Wir können selbstbewusst sagen, ja, wir stehen zu unserem Heimatland. Ja, wir stehen zu den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren. Und gerade im Jahr der Freiwilligen muss man das besonders hervorheben. Ich bin seit 43 Jahren Mitglied, durfte auch ein Dutzend Jahre Kommandant sein. Und das Wir-Gefühl, das heute bei den Festansprachen teilweise zur Sprache gekommen ist, ist natürlich ein unvergleichliches Gefühl und Triebfeder, auch weiterhin Feuerwehrmitglied der Stadtfeuerwehr Neufeld zu bleiben. Den Abschluss bildeten Ehrungen und Auszeichnungen. Bei den internationalen Feuerwehrleistungsbewerben in Berlin 1993 dabei und auch bei den internationalen Feuerwehrwettbewerben in Varaždin 2005, wo die Feuerwehr Neufeld die Goldmedaille geholt hat. Das ist auch für Hauptwehrmeister Mittenecker Thomas dasselbe, er war ebenfalls Berlin 93 und Varaždin 2005 dabei. Hauptwehrmeister Kneringer ebenfalls in Berlin 93 dabei gewesen und bei der Goldgruppe in Varaždin in Kroatien 2005. Hauptlöschmeister Xelman Roland ist von der Feuerwehr Hornstein, gehört zum Abschnitt Neufeld dazu. Er bekommt ebenfalls die Ehrenmedaille in Bronze des Landes Burgenland. Immer wieder hervorgehoben wurde die gute Zusammenarbeit der Stadtfeuerwehr Neufeld
mit den Gemeindeverantwortlichen und dem Land Burgenland. Besonders herausgehoben sollte an dieser Stelle Johann Kögel sein, der seit 1932 Mitglied der Neufelder Feuerwehr ist. Die Übergabe eines 1.000-Euro-Schecks durch die Neufelder Ratschenburm und ein gemütliches Beisammensein rundeten einen gelungenen Jubiläumstag für die Stadtfeuerwehr Neufeld ab. Was kann man sich von so einer Stadtfeuerwehr, von so einer Organisation erwarten und was kann man ihr wünschen? Ja, man kann ihr natürlich nur wünschen, dass sie so wie in der Vergangenheit weiterarbeitet, denn die Stadtfeuerwehr Neufeld ist eine Vorzeigewehr. Das hat sie in vielen Bewerben, aber auch in Echteinsätzen gezeigt. Und ich glaube, wenn sie so weiter tut wie bisher, dann ist für die Zukunft alles vorgesorgt.